Der neueste Informationsstand ist wie folgt. Bevor ich aber an die Fakten gehe, möchte ich Ihnen sagen, dass wir uns zunächst mal bedanken bei den Helfern in Barcelonette in Südfrankreich, die Feuerwehrleute, die Polizei, die Rettungskräfte, die Ärzte, die innerhalb von wenigen Minuten vor Ort waren und zusammen mit den technischen Experten zurzeit sich um die Unfallstelle kümmern, um schnellstmögliche Aufklärung sicherzustellen. Die Betreuung der Angehörigen, sowohl der Passagiere als auch unserer Crews, ist unsere höchste Priorität. Der Lufthansa-Konzern hat in Düsseldorf, Barcelona, Frankfurt und München Betreuungsstellen eingerichtet, in der die Hinterbliebenen der Opfer psychologisch betreut werden. Wir haben insgesamt 123 Familien von Betroffenen Kontakt aufnehmen können. Die individuelle Betreuung jedes einzelnen hinterbliebenen Familie ist unsere Priorität. Geschulte Psychologen sind im Einsatz, um dies sicherzustellen. Das gilt sowohl für die Betreuungsstellen als auch für individuelle Besuche zu Hause. Wir haben zurzeit von 27 Personen die Kontaktdaten, wir haben die Namen, wir versuchen zusammen mit dem Auswärtigen Amt Angehörige für insgesamt 27 Personen zu kontaktieren. Das ist in diesen Fällen noch nicht gelungen, das ist der Stand von heute 12 Uhr. Das ist aber ein Stand, der sich ständig verändert, weil mit Hilfe des Auswärtigen Amtes auch der Botschaften der Bundesrepublik im Ausland geht diese Suche vermutlich schnell weiter. Wir werden den Kontakt herstellen können. Unser Bestreben ist es, jedem einzelnen Hinterbliebenen, Familie und den Betroffenen diese psychologische Hilfe zukommen zu lassen. Da haben wir beispielsweise ein Team in Manchester bei einer Familie, die dort betroffen ist. Und zur Stunde ist eine Familie aus Mexiko auf dem Weg von Mexico City nach Frankfurt, weil ein mexikanischer Staatsbürger an Bord war. Das heißt, dieses ist eine Gesamtanstrengung des gesamten Lufthansa-Konzerns. Germanwings mit Hilfe seiner Muttergesellschaft Lufthansa nutzt alle Ressourcen, die wir weltweit haben, um dort helfen zu können. Wir werden morgen zwei Sonderflüge für die Angehörigen nach Südfrankreich durchführen. Ein Flug wird von Düsseldorf nach Südfrankreich fliegen und ein weiterer von Barcelona nach Südfrankreich. Diese Flüge sind ausschließlich für Familien, Hinterbliebene der Opfer und für die sie betreuenden Psychologen vorgesehen. Wir werden zusätzlich auch einen Flug für die Hinterbliebenen unserer Crewmitglieder von Düsseldorf nach Südfrankreich durchführen. Wir haben inzwischen ein etwas klareres Bild über die Nationalitäten der Opfer unseres Fluges Germanwings 9525. Diese Liste wird ständig aktualisiert, weil ich hatte gerade schon erwähnt, wir haben zu einigen Opfern noch keinen Kontakt aufnehmen können. Das ist aber eine Sache, die sich in jeder Stunde ändert. Und der Stand heute 11 Uhr ist, dass wir die Zahl der Opfer, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, das steht zurzeit auf 72 und Spanien bei 35. Wir haben jeweils ein Opfer aus Großbritannien, den Niederlanden, Kolumbien, Mexiko, Japan, Dänemark, Belgien und Israel. So jeweils zwei Opfer aus Australien, Argentinien, dem Iran, Venezuela und den USA. Bei einigen
Opfern ist die Nationalität noch nicht klar. Das liegt zum Teil an doppelter Staatsbürgerschaft. Und auch hier ist das Auswärtige Amt in der Verantwortung, um zusammen zu helfen, um diese klarzustellen. Das Management der Germanwings und der Lufthansa ist Tag und Nacht vor Ort bei den Betroffenen im Einsatz. Zur Stunde ist mein Kollege Oliver Wagner in Haltern, sondern im Gedenkgottesdienst der Josef Kögesdürung des Kirchengymnasiums teilzunehmen. Ein weiteres Mitglied der Geschäftsführung ist bereits seit gestern Mittag in Düsseldorf und leitet dort, betreut dort am Düsseldorfer Flughafen die Betreuung der Angehörigen. Ich selbst werde nach dieser Pressekonferenz zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Lufthansa, Carsten Spohr, in Düsseldorf sein, um dort mit Angehörigen zu sprechen. Wir werden danach nach Barcelona fliegen, um dort das Gleiche zu tun. Vor Ort, in der Nähe der Absturzstelle in Barcelonet, befindet sich das Team der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, BFU. Der Sicherheitspilot der Germanwings, der Sicherheitspilot der Lufthansa, Vertreter von Airbus, Vertreter der Lufthansa Technik und ein Funkexperte von Lufthansa Systems. Die Leitung der Untersuchung liegt in solchen Fällen bei der Landesbehörde, in diesem Fall der französischen Unfalluntersuchungsbehörde BEA. Wir glauben, dass mit Airbus, Lufthansa Technik, wir gehören in Frankreich und Deutschland, Lufthansa und Germanwings, das bestmögliche Know-how, technische Know-how vor Ort ist, das weltweit zusammengestellt werden kann, um der Untersuchung, die Untersuchung so schnell wie möglich, zu einem Ergebnis zu führen. Ich möchte mich heute auch bedanken für die enorme Solidarität, die wir von anderen Flugunternehmen in den letzten Tagen erhalten haben. Wir haben sowohl von Berlin als auch von FreeFly, als auch von der Cityline und anderen Gesellschaften freiwillige Meldungen gehabt, die gesagt haben, wir fliegen für euch, weil wir haben, das ist es auch gestern bereits gewesen, Gruß der Germanwings im Cockpit oder in der Kabine, die aus emotionalen Gründen sagen, dass sie heute und gestern nicht fliegen wollen. Wir als Geschäftsführung haben dafür ein volles Verständnis, weil wir sind eine kleine Familie, wir sind, jeder kennt jeden innerhalb der Germanwings, deshalb ist der Schock sehr groß, auch für die Mitarbeiter, sowohl im Cockpit als auch in der Kabine. Wir werden Sie weiter, sobald Erkenntnisse vorliegen, schließe mit dem Statement, dass wir uns tatsächlich in der Trauer und in weiterem Schock um die Angehörigen der Opfer, sowohl unserer Gäste als auch im Cockpit und in der Kabine kümmern. Vielen Dank.